Lernfeld 4, Herstellen eines Stahlbetonbauteils. Heute das Thema, die Funktionsweise der Betonschallung. Am Beispiel eines Fenstersturzes aus Stahlbeton. Ihr seht den hellgrünen Balken, dies symbolisiert der Stahlbetonbalken. Darunter links und rechts die jeweiligen Auflagerflächen. Diese Fläche seht ihr auch jetzt hier links markiert, hellblau. Im Weiteren wird auch immer das Wandauflager in Rot eingezeichnet. Die Schalhaut. Sie ist eigentlich mit das Wichtigste, wenn es vor allem um optischen bzw. um Sichtbeton geht. Ich vergleiche es immer gern mit der Schüssel oder mit der Kuchenform. Je nachdem, welche Form meine Kuchenform hat und wie glatt und wie sauber sie ist, so sauber und glatt kommt auch mein Kuchen wieder raus. Denn nur die Schalhaut hat direkten Kontakt zum Frischbeton. Sie formt den Beton und sie bestimmt auch letztlich vollkommen sein Aussehen. Als zweites die Aussteifung. Sie kommt direkt außen an die Schalhaut dran. Sie nimmt die auftretenden Kräfte, die durch den Frischbeton, der flüssig ist und somit eine, ja, im Endeffekt wie Wasser wirkt, der drückt nach außen, nur dass Beton, Frischbeton viel, viel schwerer ist, und zwar das 2,5-fache, drückt auf die Schalhaut. Die Aussteifung drückt dagegen bzw. hält die Schalhaut in Position. Drittens die Unterstützung. Sie fängt die Schalhaut und die Aussteifung ab. Sie sichert die Lage und leitet eben alle auftretenden Kräfte weiter. Hier seht ihr nochmal alle drei Punkte zusammengefasst. Die Schalhaut, die Aussteifung und die Unterstützung. Zusätzlich noch wird die Aussteifung mit, in dem Fall, Schraubverbindungen verspannt. Das nennt man auch Verspannung. Die auftretenden Kräfte vom Frischbeton sind einfach so groß, dass man mit Holzkonstruktionen, wie wir es hier haben, nur sehr schwer zurande kommt. Deswegen werden da Stahlschrauben durch die Schalung durchgebohrt. Außenrum natürlich kommen Hülsen ran, dass man die auch wieder rausbekommt. Genau, das war's soweit. Ich bedanke mich. Weitere Infos auf Maurertube oder unter Twitter #Maurertube. Alles Gute, bleibt gesund.